Schneesturm und eisige Kälte in Deutschland, Mann in Sachsen-Anhalt erfroren. Die Experten der WHO haben ihre Mission in China beendet. Die Spur zu den Ursprüngen des Coronavirus führt allen Erkenntnissen nach zu Fledermäusen. Strafprozess in Belarus. Zwei Journalistinnen müssen sich wegen Berichterstattung über Oppositionsproteste verantworten. Schnee und eisige Temperaturen in Deutschland. In der Nacht auf Dienstag löste ein Sturm ein Verkehrschaos aus. Besonders betroffen der Norden und Osten des Landes. Es gab kilometerlange Staus auf Autobahnen wie der A2. Hier vor allem ausgelöst durch LKWs, die sich nicht an das Nachtfahrverbot gehalten hatten und auf der glatten Fahrbahn nicht weiterkamen. Einige Autofahrer mussten die Nacht bei klirrender Kälte in ihren Fahrzeugen verbringen. Die Autobahn wurde zeitweise in beide Richtungen gesperrt. In Sachsen-Anhalt wurde indes ein Mann tot neben seinem Traktor gefunden. Offenbar ist er erfroren. Und es bleibt weiter kalt und streng. Für Rügen und Schleswig-Holstein hat der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung herausgegeben. Verkehrsminister Andreas Scheuer hatte Bürger im Norden und in der Mitte Deutschlands dazu aufgerufen, bis Mittwoch auf Reisen zu verzichten. Die internationalen Experten, die im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation in Wuhan in China nach der Herkunft des Coronavirus suchen, haben ihre Mission nach 4 Wochen beendet. Die Spur zu den Ursprüngen des Coronavirus führt allen Erkenntnissen nach zu Fledermäusen. Dazu Liang Wanyan, chinesischer Leiter der gemeinsamen China-WHO-Mission. Das Coronavirus könnte von einem Wirbeltier auf den Menschen übertragen worden sein. Der Zwischenwirt muss aber noch identifiziert werden. Die Experten der WHO sind sich sicher, dass der Huanan-Markt in Wuhan als der Ort gilt, von dem aus sich das Coronavirus verbreitet hat. Dazu Peter Ben Emberek, WHO-Teamleiter. Sie haben die Details von Professor Wanyan gehört. Die Schlussfolgerung ist, dass wir keine Beweise für große Ausbrüche des Coronavirus gefunden haben, die vor Dezember 2019 in Wuhan oder anderswo stattgefunden haben. Wie das Virus auf den Markt gekommen ist und sich verbreitet hat, ist weiterhin unklar. Einen Laborunfall halten die Experten der WHO für extrem unwahrscheinlich. Die Ermittlungen der WHO-Experten folgten erst nach langem Tauziehen mit der chinesischen Seite. Die Suche nach der Herkunft des Erregers gilt als politisch heikel, da China befürchtet, als Schuldiger für die Pandemie angeprangert zu werden. Nach offiziellen Statistiken haben sich bereits mehr als 100 Millionen Menschen weltweit infiziert. Mehr als 2,3 Millionen Menschen sind demnach an den Folgen gestorben. Covid hin, Covid her, das Lichterfestival in Kopenhagen findet trotzdem statt. Einen Lockdown gibt es in Dänemark nicht und auch keine Ausgangssperren. Im Freien existiert keine Maskenpflicht, bis zu 4 Menschen dürfen sich treffen und nun in Kleingruppen eine der mehr als 30 Lichtinstallationen betrachten. Wir sind so glücklich, dankbar und stolz, das wohl einzige Lichterfest des Jahres zu veranstalten. Ein Lichterfest in diesen dunklen Zeiten ist sehr schön. Es bringt etwas Helligkeit ins Leben. Man wird durch die Kunst angeregt und denkt an andere Dinge. Wir haben über die sozialen Medien davon erfahren. Es ist toll. Trotz der Kälte ist es schön, etwas zu haben. Hat es deinen Abend aufgehellt? Ja, das hat es. Das Festival in der dänischen Hauptstadt geht immer zwischen 17 und 22:30 Uhr über die Bühne und das noch bis zum 27. Februar. Trotz internationaler Proteste hat in der belarussischen Hauptstadt Minsk ein Prozess gegen 2 Journalistinnen begonnen. Die Belarusinnen Katharina Bachwalowa und ihre Kollegin Daria Chulzowa sind seit Mitte November in Haft. Ihnen wird vorgeworfen, Proteste vorbereitet und organisiert zu haben, die gegen die öffentliche Ordnung verstoßen hätten. Die beiden Reporterinnen hatten am 15. November in Minsk über Oppositionsproteste gegen Präsident Alexander Lukaschenko berichtet. Sie erklärten sich zum Prozessauftakt für nicht schuldig. Ihre Anwälte forderten ihre Freilassung unter Auflagen.
Ich denke, dass Solidarität und internationale Aufmerksamkeit helfen können, unsere Gefangenen freizubekommen. Im Moment sind mehr als 1000 Menschen im Gefängnis. Journalisten, Aktivisten, Ingenieure, Ärzte, Studenten, denen 15 oder 15 Jahre Gefängnis drohen, nur weil sie gegen Lukaschenko sind. Und internationale Solidarität kann ihnen Aufmerksamkeit einbringen. Sie kann Druck auf Lukaschenko ausüben und ihn dazu zwingen, sie freizulassen. Das ist das Ziel Nummer eins im Moment. Number one right now. Als Zeichen der Solidarität mit der Oppositionsbewegung im Nachbarland wurden am Sonntag in Litauen der Präsidentenpalast und weitere Bauwerke rot-weiß erleuchtet, den Farben der Bewegung. In diesen Kisten befinden sich die sterblichen Überreste von Soldaten, französischen und russischen, die während Napoleons Russlandfeldzug im Jahr 1812 ums Leben kamen. An diesem Samstag sollen sie gemeinsam Seite an Seite mit ihrem damaligen Gegner im russischen Wjasma bestattet werden, dort, wo sie vor mehr als 200 Jahren starben. Das ist ein wichtiges und symbolisches Ereignis. Es gehört zur gemeinsamen Geschichte unserer beiden Länder und es ehrt die französischen Soldaten, die hier ums Leben kamen und die wir nun mit den ihnen gebührenden Ehren bestatten. Et que nous allons réenterrer avec les honneurs qui leur sont dus. Die Soldaten werden gemeinsam bestattet. Das ist vielleicht auch etwas Positives. Denn trotz der Tatsache, dass sie gegeneinander gekämpft haben, werden sie nun endlich Frieden finden. Entdeckt wurden die Toten bereits vor gut 10 Jahren auf einer Baustelle in Wjasma. Zunächst hielt man sie für Opfer des Zweiten Weltkriegs. Anhand von Uniformresten konnte ihre tatsächliche Identität dann aber festgestellt werden. Das Primatenzentrum in Franceville, Gabun. Verschiedene Affenarten haben hier ein vorübergehendes Zuhause gefunden. Tatsächlich sollen sie über kurz oder lang ausgewildert werden. Dimitri Mbulu ist Pfleger am Primatenzentrum. Er erzählt: Ich bin Mutter und Vater. Ich kümmere mich um sie wie um Babys zu Hause. Ich gebe ihnen Milch, ich bringe ihnen bei zu essen, zu trinken, zu laufen. Das ist meine Aufgabe. 9 unterschiedliche Affenarten gibt es derzeit im Zentrum, insgesamt 350 Tiere, darunter viele Waisen, deren Eltern Wilderern zum Opfer gefallen sind. Oft wurden die Affen von Privatleuten als Haustiere gehalten. Eigentlich ist das in Gabun verboten. Das Ziel ist es nicht, die Tiere hier zu behalten. Dies ist eine Forschungsstation. Sie sind hier, bleiben 3-4 Monate, im Durchschnitt sind es 45 Tage, in Quarantäne. Es sind Affen, die von Leuten gehalten wurden und sie können Viren und Krankheiten tragen. Sie bleiben eine Weile in Quarantäne, danach werden sie in Schutzgebiete gebracht. Tatsächlich gehört es auch zur Aufgabe des Primatenzentrums, Affen, die als Haustiere gehalten werden, ihren Besitzern abzunehmen und dann auszuwildern. Ein Job, den Thierry Zumbu ausführt, der stellvertretende Leiter der Einrichtung. Ich habe gerade junge Mandrillaffen geholt, die in Gefangenschaft bei Privatpersonen waren. Seit 2003 gibt es ein Gesetz, das das Einsperren, den Verkauf, den Verzehr und die Jagd auf Primaten verbietet. Seither arbeiten wir mit dem Ministerium für Wasser und Wälder zusammen, um die Affen bei Privatleuten zu beschlagnahmen. Jedes Jahr entdecken Zumbu und seine Mitarbeiter rund 50 weitere gefangene Tiere. Und das sei nur die Spitze des Eisbergs, sagen sie. Dieses Bild sorgt für Aufsehen im Netz. Zu sehen ist eine dramatisch aufspritzende Welle und in den Augen vieler Betrachter der Meeresgott Poseidon. Fotograf Mathieu Rivrin hat das Bild in der Nähe von Lesconil in der Bretagne aufgenommen. Eine Welle krachte während eines Sturms gegen einen Wall. Il pleuvait. Es regnete, es war düster, da der Tag zu Ende ging. Wir konnten die Wellen in der Ferne brechen und auf den Deich krachen sehen. Eine von ihnen explodierte stärker als die anderen. Es ist der Bruchteil einer Sekunde.
Das Foto ging viral und regte die Fantasie von Millionen Menschen an. Pareidolie nennt sich das Phänomen auf wissenschaftlich. Man erkennt Gesichter oder Figuren in bestimmten Formen und Mustern. Zum Beispiel sieht man Jesus auf dem Toastbrot oder Poseidon in einer Welle. Hintergründe und Analysen aus der EU gleich in The Brief from Brussels, hier bei Euronews. Aufgrund des Klimawandels sind die arktischen Gewässer für Schiffe leichter zugänglich. Die Aussichten für eine industrielle Fischerei sind umstritten. Hier wird zu viel gefischt. Es ist so profitabel geworden, dass alle großen Fische weggefangen wurden. Wie kann die Wissenschaft dazu beitragen, künftig das richtige Gleichgewicht zwischen Profit und Naturschutz zu finden? Die Brüsseler Brauerei La Jungle hat die Wirtschaftskrise gleich nach ihrer Eröffnung zu spüren bekommen. Nur zwei Tage nach Beginn ihrer Aktivität im vergangenen März ordneten die belgischen Behörden den ersten Lockdown an. Bars und Restaurants waren von nun an geschlossen, wodurch der Brauerei ihre Einnahmebasis komplett wegbrach. Mit Online-Verkäufen an Privatkunden hält sich La Jungle seitdem über Wasser. Wenn dies noch 5 Monate so weitergehe, hätten sie ein Problem, aber man denke positiv, sagt der Miteigentümer. Eine der Lehren aus der Krise sei für ihn, dass Hilfe nicht immer zu denjenigen geht, die sie am nötigsten haben. Die Coronavirus-Krise zeige immer wieder, dass die Großen einer Branche kaum beeinträchtigt seien, denn staatliche Unterstützung helfe großen Unternehmen am meisten. Kleine Firmen gingen dagegen zumeist leer aus. Doch gerade diesen müsse man unter die Arme greifen. Really 2020 war für mittelständische Unternehmen ein tödliches Jahr. Im vorigen Herbst wurde ein Anstieg der Firmenpleiten um mehr als ein Viertel gegenüber dem Sommer registriert. Mit 16 Millionen registrierten Arbeitslosen und 40 Millionen in Kurzarbeit bewegt sich Europa auf eine soziale Katastrophe zu. Die Gewerkschaften schlagen Alarm. Diese Menschen bräuchten dringend Hilfe, sagt Luca Visentini, Chef des Europäischen Gewerkschaftsdachverbands. Solange eine Wiederöffnung nicht möglich sei, müssten sie entschädigt werden. Ansonsten drohten Proteste und sozialer Unfrieden. Die EU gibt demnächst die 750 Milliarden Euro aus dem Wiederaufbaufonds frei. Doch viele Länder sträuben sich, das Geld auch für soziale Maßnahmen zu verwenden, da sie einen Anstieg der öffentlichen Schulden fürchten. Die Gewerkschaften raten den Regierungen, die Mittel zum Wiederaufbau Früchte tragen zu lassen. Die Mitgliedstaaten befürchteten neue Schulden, doch seien diese Schulden quasi kostenlos, da die Zinsen fast bei Null liegen. Es gäbe also keinen Grund, dies als Alibi zu benutzen, um Notfallmaßnahmen nicht weiter bezahlen zu müssen. Es müssten weiter staatliche Mittel fließen, um Menschen, Unternehmen und den Arbeitsmarkt zu schützen. Sonst sei eine Erholung unmöglich. Es muss jetzt gehandelt werden. Sobald Rat und Parlament dem Wiederaufbaufonds grünes Licht erteilen, übernehmen die Einzelstaaten die Verantwortung für die Vergabe der Mittel. Nur sie können dann sicherstellen, dass kleine und mittlere Unternehmen weiter bestehen können. Dieses Programm gibt es als Video on Demand auf euronews.com und auf unseren mobilen Apps.
Schneefall und klirrende Kälte. Der Winter hat weite Teile Europas fest im Griff. Die Experten der WHO haben ihre Mission in China beendet. Die Spur zu den Ursprüngen des Coronavirus führt allen Erkenntnissen nach zu Fledermäusen. Strafprozess in Belarus. Zwei Journalistinnen müssen sich wegen Berichterstattung über Oppositionsproteste verantworten. Temperaturen im zweistelligen Minusbereich, Wind, Böen und Schnee. In Moskau ist es bitterkalt. In den kommenden Tagen und vor allem am Ende der Woche soll es weitere sehr ergiebige Schneefälle geben. Auch andere russische Großstädte melden klirrende Kälte. Für Omsk werden diese Woche zu nächtlicher Stunde bis zu minus 34, für Nowosibirsk bis zu minus 33 Grad Celsius vorhergesagt. Polen ist ebenfalls von starkem Schneefall betroffen. In mehreren Landesteilen gelten Wetterwarnungen. Da sich der Schnee mancherorts in Regen verwandelt, besteht Glatteisgefahr. Am kältesten ist es in Niederschlesien und Oppeln. Es ist schwierig. Älteren Menschen empfehle ich, nicht nach draußen zu gehen oder einen Gehstock zu benutzen. Ich benutze meinen Gehstock nicht, aber es ist schwer voranzukommen. Ich bin ängstlich. Ich bin keine 20 mehr und will nicht hinfallen. In den Niederlanden wird der Verkehr auf den Autobahnen teils erheblich von Schneefällen beeinträchtigt. Der niederländische Wetterdienst meldet, im Südosten des Landes sei es so kalt, dass selbst das Streusalz wirkungslos bleibe. Was für die Straßen gilt, hat auch im Flugverkehr Bestand. Zwar sind Räumfahrzeuge im Einsatz, doch in Amsterdam warnt die Flughafenleitung vor möglichen Verzögerungen oder gestrichenen Verbindungen. Auch der Norden Englands ist weiß. Die britischen Behörden haben eine Wetterwarnung herausgegeben, die mindestens bis Freitagmittag Bestand haben wird. Die internationalen Experten, die im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation in Wuhan in China nach der Herkunft des Coronavirus suchen, haben ihre Mission nach 4 Wochen beendet. Die Spur zu den Ursprüngen des Coronavirus führt allen Erkenntnissen nach zu Fledermäusen. Dazu Liang Wanyan, chinesischer Leiter der gemeinsamen China-WHO-Mission. Das Coronavirus könnte von einem Wirbeltier auf den Menschen übertragen worden sein. Der Zwischenwirt muss aber noch identifiziert werden. Die Experten der WHO sind sich sicher, dass der Huanan-Markt in Wuhan als der Ort gilt, von dem aus sich das Coronavirus verbreitet hat. Dazu Peter Ben-Emberek, WHO-Teamleiter. Professor Wanyan, and the conclusion was that Sie haben die Details von Professor Wanyan gehört. Die Schlussfolgerung ist, dass wir keine Beweise für große Ausbrüche des Coronavirus gefunden haben, die vor Dezember 2019 in Wuhan oder anderswo stattgefunden haben. Wie das Virus auf den Markt gekommen ist und sich verbreitet hat, ist weiterhin unklar. Einen Laborunfall halten die Experten der WHO für extrem unwahrscheinlich. Die Ermittlungen der WHO-Experten folgten erst nach langem Tauziehen mit der chinesischen Seite. Die Suche nach der Herkunft des Erregers gilt als politisch heikel, da China befürchtet, als Schuldiger für die Pandemie angeprangert zu werden. Nach offiziellen Statistiken haben sich bereits mehr als 100 Millionen Menschen weltweit infiziert. Mehr als 2,3 Millionen Menschen sind demnach an den Folgen gestorben. Wo sonst Karneval gefeiert wird, werden jetzt Spritzen gesetzt. Das Sambódromo in Rio de Janeiro ist in eine Covid-19-Impfstelle umgewandelt worden, aber eine, in der die Menschen im Auto vorfahren. Normalerweise ist das ein Ort des Vergnügens, auch heute, denn wir gehen einer Art Bürgerpflicht nach und öffnen das Sambódromo, damit die Menschen hier in geordneter Art und Weise und ohne Getümmel geimpft werden können. Menschen, die in ihrer Bewegung eingeschränkt sind, wie die über 90-Jährigen, können im Auto geimpft werden. Den Zahlen der Johns Hopkins University zufolge hat Brasilien die weltweit drittmeisten Coronavirus-Ansteckungs- und die zweitmeisten Todesfälle zu verzeichnen. In dem Land sind bisher mehr als 230.000 Menschen an der Atemwegserkrankung gestorben.
Trotz internationaler Proteste hat in der belarussischen Hauptstadt Minsk ein Prozess gegen zwei Journalistinnen begonnen. Die Belarusinnen Katharina Bachwalowa und ihre Kollegin Daria Chulzowa sind seit Mitte November in Haft. Ihnen wird vorgeworfen, Proteste vorbereitet und organisiert zu haben, die gegen die öffentliche Ordnung verstoßen hätten. Die beiden Reporterinnen hatten am 15. November in Minsk über Oppositionsproteste gegen Präsident Alexander Lukaschenko berichtet. Sie erklärten sich zum Prozessauftakt für nicht schuldig. Ihre Anwälte forderten ihre Freilassung unter Auflagen. Ich denke, dass Solidarität und internationale Aufmerksamkeit helfen können, unsere Gefangenen frei zu bekommen. Im Moment sind mehr als 1000 Menschen im Gefängnis. Journalisten, Aktivisten, Ingenieure, Ärzte, Studenten, denen 15 oder 15 Jahre Gefängnis drohen, nur weil sie gegen Lukaschenko sind. Und internationale Solidarität kann ihnen Aufmerksamkeit einbringen. Sie kann Druck auf Lukaschenko ausüben und ihn dazu zwingen, sie freizulassen. Das ist das Ziel Nummer 1 im Moment. Number one right now. Als Zeichen der Solidarität mit der Oppositionsbewegung im Nachbarland wurden am Sonntag in Litauen der Präsidentenpalast und weitere Bauwerke rot-weiß erleuchtet, den Farben der Bewegung. Die meisten Menschen würden beim Angesicht dieser kriechenden Kreaturen das Weite suchen. Stellen Sie sich nun vor, nur einen kleinen Moment, Sie würden diese Insekten verspeisen. Unrealistisch? Weit gefehlt. Die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit in Parma gab im Januar den gemeinen Mehlwurm zum Verzehr frei. Essbare Insekten dürften nun künftig die Regale der Supermärkte bevölkern. Aber würden sie auch gekauft? Es gehe darum, Verbrauchern schmackhaftes Essen anzubieten, sagt die Chefin des Insektenherstellers Thor Royal. Wenn Menschen einen Burger mit Mehlwürmern essen wollten, dann müssten diese auch gut sein. Tierische Proteine durch Insekten zu ersetzen, habe auch positive Effekte auf die Umwelt, so lautet ein Bekehrungsversuch. Wenn die Weltbevölkerung 9 Milliarden Menschen erreiche, werde es nicht länger allen möglich sein, Fleisch zu essen. Also müssten andere Lösungen gefunden werden, Pflanzen oder eben Insekten. Mehlwürmer sind nicht die einzigen Insekten, die für den Verzehr bestimmt werden könnten. Auf dieser Insektenfarm in Belgien werden eine ganze Reihe anderer Kriecher und Krabbler gezüchtet, von Grillen zu Heuschrecken. Im Moment jedoch werden sie als Tierfutter verwendet. Doch der Eigentümer glaubt, dass die Leute auf den Geschmack kommen, wenn die EU-Behörde erst einmal weitere Genehmigungen erteilt. In ein paar Jahren werde der Zuspruch wachsen. Deswegen sei es jetzt wichtig, gesetzliche Zulassungen zu erhalten. Erst danach könnten Insekten populär gemacht werden. Der nächste Schritt ist die Zustimmung der Mitgliedstaaten. Bis dahin bleiben Insekten den Supermärkten fern. Die Olympia-Euphorie in Japan ist pandemiebedingt längst Ernüchterung gewichen und jetzt weitet sich auch noch der Sexismus-Skandal um Olympiachef Yoshiro Mori aus, obwohl sich der frühere Ministerpräsident für abfällige Äußerungen über Frauen entschuldigte. Für Freitag berief das nationale Organisationskomitee, dem Mori vorsteht, eine Sondersitzung ein. Passantinnen in Tokio äußerten ihre Meinung über Mori. Er ist jemand, der in der Vergangenheit viele Fehler gemacht hat, nicht nur sexistischer Natur, sondern auch sonst mit fragwürdiger Ethik. Für mich steht auch das ganze System auf dem Prüfstand, das einen Mann mit einer solchen Denkweise an der Macht lässt. Ich war nicht wirklich überrascht, denn es ist bei weitem nicht sein erster Fehler. Gleichzeitig schenke ich dem keine große Aufmerksamkeit, indem ich mir sage, dass er 83 Jahre alt ist und dass die Meinung eines Mannes seiner Generation ist. Auch das Internationale Olympische Komitee hat sich eingeschaltet. Es will Maßnahmen gegen Diskriminierung weiter vorantreiben und verwies darauf, dass die Tokio-Spiele mit einem Athletinnenanteil von 49% die ersten seien, bei denen die Gleichstellung der Geschlechter erreicht werde.
Explosive Umbrüche oder kleine Impulse. Veränderungen gestalten alle Bereiche unseres Lebens. Egal ob seismisch oder klein, sie dauern an. Veränderung ist allgegenwärtig. Mit menschlicher Kreativität und neuen Technologien. Wir holen für Sie das Beste heraus. Vielleicht. Rote Rieb, die Obstbeer, Marille, Erdbeer, Wunsch. Haben.